Hallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen bei einer weiteren Aufnahme mit mir, euer Nachtsack. So, ja, Bienenschacht und so. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal aufs nächste Abenteuer geschnetzelt. Wie auch immer. Ihr seid voll, genau. Und, ja, pass auf, dass wir nicht so oft sterben. Das wird so übel, wenn die nächsten Viecher kommen. Bis dann können wir ja drei diesen besessenen Soldaten. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall. Okay. Sicher. Weil, E-Mail geht's gut, das ist der Mitarbeiter des Monats, das ist die Büroschlampe und das ist der Chef. Die feiern hier gerade nur eine Mitarbeiterparty. Ach du Scheiße. Gut, da müssen wir wahrscheinlich draufdrücken, um weiterzukommen. Ich will mal kurz hier hinterkommen. Den ganzen Raum mal betrachten. Halt die Klappe. Wie weiter wird los geht's. Die USA steht überragende Leistung. Haben wir jetzt nur 1 gefunden? Oder soll das sein, dass wir nur 1? Ach egal. Na gut, was heißt ach egal? Oh, Errungenschaft. E1 M1. Wahrscheinlich, weil wir die erste Karte geschafft haben. Hm. Geheimnis haben wir doch, glaube ich, 3 irgendwie gefunden. Naja. Los, lad schneller. 79%, das schaffst du auch besonders. Los. Also wird oben rechts angezeigt. Ja. Los. Geh doch. Kenne deinen Feind. Ja. Eingegangene Sprachnachricht. Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss sie ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Dankeschön. Geht's jetzt weiter? Chlorikills bei Besessenen aus. Finde 3 versteckte Extras. Okay. 3. Das ist viel. Ich hoffe, ich schaff's. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ja, kommt ruhig her. Ich will mal wieder so einen Sprung schaffen. Das heißt Sprung. Mit den Einkühlen dann gleich den nächsten. Boah. Alter, das ist so cool. Warum sag ich so oft, Alter? Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ja. Er lebt noch! Er ist mega mäßig angepisst. Jetzt nicht mehr. Ich konnte ihn beruhigen. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Geheimnis hinter oder ob hier irgendein Geheimnis hinter ist. Wäre aber cool, wenn. Das meinte ich mit so einem Sprung eben gerade. Ja, komm. Oh. Er ist tot. Was? Ah, nochmal so ein Viech. Jetzt habe ich aus den E3 gedrückt. Ich weiß nicht, das sieht mir schon zu richtig aus. Ich will nochmal ganz kurz hinten gucken. Er hat's gemacht. Ist hier irgendwas? Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Ich mach doch hier schon wieder voll das Richtige. Ist hier irgendwas? Ich hab
habe gedacht, ah ja, gut, versuch's mal die Tür. Vielleicht ist dahinter ein Geheimnis. Ich denke, ich mache, wie gesagt, hier schon wieder voll das Richtige. Was ist das hier? Oh, ist das dunkel. Ja, hallo. Sag doch, das war das Richtige. Ich mach gleich mit. Kann ich nämlich auch. So, dann machen wir mal Lucky Lucky. Los. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen, es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Du hast ja voll nicht mehr. Alle. Ich glaube, das sollte ich nicht mehr. Ich gehe gleich da hoch, aber es zeigt mir schon wieder sowas an hier. Dann gucke ich lieber nochmal in den Schächten rein. Was? Ich glaube an Ehrlichkeit. Ach, jetzt geht das Spiel los. Geheimnis gefunden. Dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Können wir irgendwie Licht anmachen oder so? Die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Interessant. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. So unglaublich geheim fand ich das jetzt nicht, aber okay. Karte aktualisiert. Gucken wir mal kurz. Ja, C. Haben wir vielleicht den Korridor? Ich glaube an Ehrlichkeit. Noch. Vor allem den hier geöffnet vielleicht? Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Ach, Fahrstuhl, alles klar. Die ganze Ebene ist jetzt auch viel abwärts. Vor allem Energieversorgung. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, Menschen. Boah, ich ertrag die Alte nicht mehr. Gehen möchte, und zwar dieses vollfette Geheimnis war ja eine Rüstung, sag ich jetzt mal, oder Rüstungsenergie. Los, hoch damit! Genau. Die möchte ich jetzt noch kurz geben. Da lang. Weil das Spiel, wie gesagt, wahnsinnig schwer ist, einfordert, wie auch immer. Es gibt noch zwei Schwierigkeitsgrade drüber. Aua, aua. Ich habe mich, wie gesagt, extra für Ultra Brutal entschieden, weil
Es ist schon, wie gesagt, anspruchsvoll, das Spiel. Aber ich möchte nicht, dass, wenn irgendwelche Tutorials erklärt werden, euch die auch gar nicht angezeigt werden. Wir werden zwar weniger... Halt die Klappe jetzt! Wir werden zwar weniger angegeben, so wie ich das mitgekriegt habe, aber es werden überhaupt welche angegeben. Die brauche ich, die braucht ihr. Was heißt, die braucht ihr? Würdet ihr wahrscheinlich auch gerne sehen. Als Tipp! Daneben! Wie ihr schon mal am Anfang vielleicht spielen könnt, wie ihr euch das ein oder andere vorstellen könnt. Kommt ihr auch runter? Was ist das denn? Ja. Daneben! Boah, wäre das nicht, wäre deine Nase jetzt so kaputt und nicht nur dein Kopf. Das war eine total bekloppte Aussage. Oh! Aua! Oh, ich kann... Ich bin ausgewichen. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt nicht nach hinten gucken. Zum Glück, dass ich gerade an der Nase kratzen musste. Ja. Schön Deckung. Jetzt kommt nochmal endlich mehr hoch. Wer meinte ich das andere Viech? Denn hier können wir noch nichts anfangen. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Ich das ist alles. Ihr müsst einfach noch einmal E drücken. Ihr werdet einen Sitzangriff haben, genau wie ich einen werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sich für uns erschafft. Und das ist ein Techniker. Ich glaube, das ist Selbstmörder. Warum ist hier so ein Ding? Können wir irgendwo hoch? Sieht nicht so aus. Aber da können wir hoch. Oh! Was ist das denn? Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. 40? Alles klar. Dieser Welt sind all die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Wie sagt die nervt ein kleines bisschen? Och, ein Glück, sie ist weg. Und diese Anzüge sind also 40. Präsenz gefährlich hoch. Ja. Das hat so böse. Wow! Ja? Okay, egal, ob das jetzt einfache sind oder stärkere. Ich werde nur alles killen. Konzentriert und bitte nicht übel nehmen, wenn ich jetzt mal etwas ruhiger bin. Ja, wenig Munition, das weiß ich. Musst du hier? Ich will den ein bisschen. Au! Hier! Ich will den da hinlocken. Ja, komm, 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 komm. Das hat funktioniert, aber meine Rüstung ist fast weg. Was? Ach, sag, das war gut. Da bin ich hergekommen. Da war dieser komische besessene Techniker. Ich, also Eiglob steckt, aber das war eigentlich ganz gut von mir. Die Rüstung haben wir zwar fast komplett verloren, aber pff,
Passt schon. Kommen wir da oben irgendwie noch zusätzlich drauf? Bitte hier? Ne, das wäre zu schön, wenn er noch höher springen kann. Ich spring mal hier drüber. Ist hier sonst noch irgendwas? Da sehe ich nichts. Der leuchtet wieder das Grün. Alles klar, das muss ich nehmen. Bereich Ressourcen. Können wir wieder in irgendeinen Bereich rein? Was ist das hier? Egal. So, wo wird es uns denn angezeigt? Da müssen wir nach vorne. Da rechts die Tür ist jetzt aufgegangen. Sehe ich gerade. Gehen wir mal durch. Was steht da? Das ist der Kettensäge. Rennen! Geil! Oh, herrlich! Wollen Sie weiter nach Aufforderungen mehr werden, als Sie sich je erträumt haben? Fragen Sie Ihre Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Kettensäge ist der Dank, ob Sie von G wählen wird. Kettensäge verbraucht Treibstoff. Je nach Treibstoff nicht nötig. Was? Treibstoff nötig. Töte ist ein Dämon mit der Kettensäge. Der lässt zusätzliche Munition. Okay. Kettensäge ist ein Nahkampf, die durch Drücken von G gewählt wird. Okay. Geh zum Schließen. Kann ich die auch so nehmen? Dann irgendwie zerstückeln? Ausprobieren. UPC. Die Welt zählt auf uns. Wie engagiert sind Sie? Das weißt du nicht. Lala, ist das nur ein Hologramm? Ihr habt's gesehen, da oben war wieder irgendeine Rüstung oder so was. Kommen wir von da irgendwie dran? Sieht schlecht aus. Ich sehe jetzt keine Möglichkeit. Mal kurz hier gucken. Nee, so springt ja nie im Leben. Sag ich doch. Wir müssten doch so, sag ich jetzt mal, Blöcke verschieben können. Das wäre cool. Damit wir uns da irgendwie hochhangeln können, wie in hier Legend of Zelda Ocarina of Time, falls das Spiel einer von euch kennt. Wunderbar. Auch wenn mich vielleicht der ein oder andere reißen würde, aber meiner Meinung nach das beste Spiel, was von Zelda rauskam. Gut. Jetzt vielleicht hier irgendwie. Ich würde da gerne drankommen, aber da oben ist noch der Gipfel. Vielleicht kommen wir da später nochmal irgendwo dran. War die Aufnahme reicht mir jetzt schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit mir, euer Blaster. Bis dahin und Wiedersehen.